Hallo, schönen guten Tag. In diesem Video möchte ich diesmal Sie warnen vor pseudowissenschaftlichen Rattenfängern, die im Internet sehr gefragt sind, die alle mehr oder weniger stark in der Tradition von Karl Marx stehen. Und das Gute ja an Karl Marx und allen seinen Nachfolgern im engeren und weiteren Sinn ist ja, dass sie sagen, okay, die soziale Marktwirtschaft ist schlecht und der Kapitalismus ist schlecht. Und das ist auch, das war aber auch schon alles, was bei Karl Marx Wahrheit war. Da hat er recht und dafür ist er auch zu würdigen, aber alles andere ist eher pseudowissenschaftlicher Quatsch. Ja? Und zwar, Karl Marx hat schon sein gesamtes Werk ist eigentlich eine Hetze. Er greift nicht das System an, kritisiert nicht nur das System, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus sozusagen, sondern er fängt an, Menschen anzugreifen. Er baut ein Feindbild auf. Er ist ein Hetzer, der sozusagen ein pseudowissenschaftlicher Hetzer, der versucht, einen Krieg zwischen Menschen anzustacheln. Und damit ist er eigentlich Teil des Kapitalismus. Denn an sich ist das Wesen des Kapitalismus oder der sozialen Marktwirtschaft Kriege. Zum Beispiel einer der Wesenskerne ist, Kriege zwischen Menschen anzustacheln und sich dann als Waffenkonzern zum Beispiel oder Waffenhändler daran zu bereichern. Das ist einer der Wesenskerne des Kapitalismus. Und jetzt macht Karl Marx genau das Gleiche. Er versucht quasi gewaltsame Revolutionen oder Bürgerkriege anzustacheln. Und damit ist er ein gewaltverherrlichender Hetzer. Ja? Und deswegen und wissenschaftlich, naturwissenschaftlich gestützt ist nur eben das Verlassen jeglicher Hetze und jeglicher Gewalt zwischen Menschen. Kapitalismus steht für Gewalt zwischen Menschen, soziale Marktwirtschaft steht für Gewalt zwischen Menschen, aber echte Naturwissenschaft, echte Wissenschaft muss natürlich für Gewaltfreiheit und für Frieden und für mehr Demokratie und so weiter stehen und nicht für Gewalt, ja? Und zwar deswegen, weil es ganz klare Beweise dafür gibt, dass der Mensch genetisch eine Evolution hinter sich hat, die vom gewaltsamen Menschen analog zum gemeinen Schimpansen über eine friedlichere Evolutionsschritte, wie sie ungefähr ähnlich der Bonobo, Panpaniscus bonobo, aufweist. Und dann zum späten Homo erectus führte, der wahrscheinlich, mit aller Wahrscheinlichkeit, absolut pazifistisch war und völlig gewaltfrei seine Sozialbeziehungen gelebt hat. So, jetzt gehen wir mal hin. Heute googeln wir vielleicht mal nicht nach Scientist, zweite Scientist for Future 2, also den neuen Galileis, sondern die gehören ja auch sind ja eine Unterabteilung vom Weltrat der Weisen. Hier bei Pluspedia könnt ihr also euch mal durchlesen. Das ist also die bessere Variante. Wikipedia steht ja eher in der Tradition von Karl Marx und hat Feindbilder und ist auch lehrt auch den Hass auf Menschen und so weiter. In der Art, wie sie über bestimmte Menschen berichten, ist da der Hass schon drin, damit das Marxistische schon drin in Wikipedia. Und hier finden Sie ein etwas vernünftigeres Pluspedia, heißt das. Und da haben Sie natürlich einen sachlichen Artikel über die Scientist for Future 2, zweite Scientist for Future 2 Initiative Weltrat, Weltrat der Weisen, wozu natürlich Wikipedia nicht fähig ist, weil das ist da geht es um Hetze, ne? Gegen Menschen. Ja, dann mache ich diese Seite schon mal zu. Und dann sind wir auf der Seite, also noch einmal, was ist Pseudowissenschaft? Ganz kurz nur, weil ich habe das ja schon so oft in den Videos gesagt. Also,
Wer Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton ignoriert, also den harten Kern echter Wissenschaft, der endet meistens dann als Flacherdler und ist halt so ein pseudowissenschaftlicher Flacherdler. Und wer Gregor Mendel, Wallace und Darwin ignoriert, der ist dann eher so eine Art kreationistischer Pseudowissenschaftler. Und dazu gehören halt die Professoren, um die es heute geht, und Thilo Jung und so weiter mit seinem Kanal. Das gehört alles in diese pseudowissenschaftliche Ecke hinein, nämlich sozusagen ignorieren Charles Darwin. Dazu gehört übrigens auch Sigmund Freud, der immerhin ein, zwei gute Sätze auch gesagt hat, aber der auch, sein Wesenskern besteht auch daraus, dass er Darwin einfach schlicht und einfach ignoriert hat und ein gewinnbringendes Geschäft, die Psychoanalyse, aufgebaut hat auf lauter pseudowissenschaftlichen Thesen, die alle schon lange Zeit vorher durch Darwin grundsätzlich widerlegt waren. Sie widersprechen, nämlich Freuds Thesen widersprechen praktisch fast alle dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und sind deswegen pseudowissenschaftlich. Aber das ist nicht schlimm, weil ein Großteil unserer heutigen Wissenschaft oder ein Großteil aller Wissenschaft zu allen Zeiten in der sozialen Marktwirtschaft ist immer Wissenschaft auch wesensmäßig pseudowissenschaftlich. Und der Großteil der kapitalistischen Wissenschaft ist eben immer Pseudowissenschaft. Denn es geht ja schließlich darum, verrückte Dinge zu betonen. Ja, also jetzt gehen wir auf die nächste Seite wieder. Und da sehen wir also, wir gehen erstmal auf die Zentralirrtum ein. Also Professor Mausfeld, wo ist er im Irrtum? Ja, er ist auch einer von denen, die hetzen. Er hetzt gegen die, anstatt zu sagen, richtig zu sagen, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist ein teuflisches, antidemokratisches System, das in jeglicher Hinsicht natürlich Demokratie unterwandert und verhindert und im Prinzip sozusagen unser ganzes System ist selbstverständlich eine Gehirnwäsche, kapitalistische oder sozialmarktwirtschaftliche Gehirnwäsche und hat nichts mit Aufklärung oder Demokratie zu tun, das ist ja alles richtig, ja. Aber diese Hetze gegen Menschen, also ich fasse es nochmal zusammen, nicht die Kapitalisten sind böse, sondern der Kapitalismus ist böse. Die soziale Marktwirtschaft ist böse. Nicht die Lobbyisten sind böse, sondern die soziale Marktwirtschaft ist böse. Ein System, die Systemmerkmale der sozialen Marktwirtschaft sind bösartig, ja, aber nicht die Menschen. Lasst doch die Menschen endlich in Ruhe mit eurer Hetze und Aufhetze versuchen, ja. Dann der Fehler von Professor Senf ist wieder ein ganz anderer, sein Zentralfehler ist, dass er einfach völlig an der falschen Stelle ansetzt, ja. Also ich gehe erstmal zwischendurch hier, ich habe hier einen kleinen Fehler drin, ich gehe mal schnell hoch hier auf die Seite, ich muss ja hier rüber, ich gehe mal kurz zwischenzeitlich auf die Startseite, weil das muss ich natürlich sagen, also hier, der Professor Senf macht den großen Fehler, sich über Zinsen aufzuregen. Das ist aber völlig falsch. Warum soll ich mich denn über Zinsen aufregen, wenn der Kapitalismus ganz andere Probleme hat, viel größere Probleme hat? Also ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber Karl Marx Karl Marx beschönigt den Kapitalismus. Karl Marx verharmlost mit seinen Aussagen einerseits die soziale Marktwirtschaft und unterschätzt ihre Gefährlichkeit um den Faktor 100. Ja? Also man kann sagen, Karl Marx hat die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus verniedlicht.
weil er überhaupt nicht, noch keine Ahnung hatte davon, weil ihm die wissenschaftlichen Möglichkeiten fehlten zu erkennen, wie gefährlich in Wirklichkeit die soziale Marktwirtschaft ist und dass sie tausendmal gefährlicher ist, als er dachte. Aber der Zins ist eine, wie Professor Senf, auf dem Professor Senf häufig rumreitet, das ist eine Spätfolge des Kapitalismus. Der Anfang hier, das müsste er studieren, dann würde er beginnen, ein Wissenschaftler zu sein. Die naturwissenschaftliche Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion, und ich wiederhole noch einmal, wer dieses Naturgesetz ignoriert, ist genauso ein Pseudowissenschaftler wie ein Architekt oder Bauplaner sozusagen, der das Naturgesetz der Gravitation völlig ignoriert, weswegen dann seine Häuser zusammenbrechen. Also ohne das Berücksichtigen des Naturgesetzes von Mutation und Selektion wird man zum Pseudowissenschaftler wie ein Sigmund Freud. Ja? Das, also es wird langsam Zeit, dass wir also das offen benennen, dass wer nicht argumentiert auf der Basis von Mutation und Selektion in wirtschaftlichen Zusammenhängen, Gesellschaftssystemen und so weiter, wer nicht die Evolution von Memen und Genen sozusagen mit einbezieht in seine Argumentation, der ist von vornherein ein Pseudowissenschaftler. Und wird auch immer zu falschen Ergebnissen in der Kritik der sozialen Marktwirtschaft kommen, notwendig. Also hier, das muss gelesen werden. Hier wird erläutert, wie gefährlich der Kapitalismus wirklich ist. Und das, darf ich sagen, das hier ist auch noch, das stellt etwa 10% der Gefährlichkeit des Kapitalismus dar. Die restlichen 90% wagen die zweiten Scientists for Future noch gar nicht darzustellen, weil das so erschreckend ist und auch so geistig anspruchsvoll, dass sie fürchten, dass die meisten Menschen einfach über intellektuell überfordert sind, überhaupt zu verstehen, was da alles noch kommt. Später werden es die Professoren sicherlich mal versuchen, das darzustellen und so weiter. Ja. Und ja, also jetzt kann ich wieder zurück auf die andere Seite. Hoffentlich ist die noch da. Ja, da ist sie noch. Da ist es. Denn ich will natürlich auch die Lösung kurz andeuten. Was also, also der Grundfehler von Senf ist also quasi, dass er nicht kapiert, dass schon bei dem ersten Händler vor etwa 400.000 Jahren oder später. Spätestens ist der Fernhandel ja laut Professor Friedemann Schrenk vor 140.000 Jahren erfunden worden. Also damit waren wir mitten schon im Kapitalismus drin. Das ist so albern, wenn dann die Leute irgendwie Systeme benennen und gar keine Ahnung haben. Evolutionsbiologisch ist die zentrale Erfindung die des Tausches und der, für den haben wir den Hinweis, dass er vor 400.000 Jahren erfunden wurde, der Tausch. Und der Tausch ist noch keine Profession. Der Tauschhandel ist die danach folgende Profession, die aber wahrscheinlich relativ bald erfunden wurde, der Tauschhandel als Überlebensstrategie sozusagen. Und damit hat der Kapitalismus begonnen, die soziale Marktwirtschaft begonnen. Alles andere ist pseudowissenschaftliches Gerede und so weiter. Vergesst das alles. Also, das heißt, vor 400.000 Jahren oder irgendwo in der Zeit zwischen 400.000 Jahren und 140.000 Jahren muss der Tauschhandel als Profession zwangsläufig entstanden sein. Ist also viel älter, unser Wirtschaftssystem ist also viel älter als die ganzen Pseudowissenschaftler darstellen. Ja? Der erste Händler, der in eine Gruppe Steinäxte mitbringt und dessen Märchenerzähler eine nicht wahre Geschichte von einem angeblichen Angriffskrieg einer Gruppe an die andere
also einem Angriffskrieg, der damit Ängste erzeugt hat und damit Kaufverhalten gegenüber Waffen erzeugt hat. Der hat schon alles zerstört. Der hat den Anfang geschaffen der Kriegstreiberei und das Profitsmachen auf Kosten von zerfetzten Menschen durch Kriege. Ja, und das war der Beginn der gesamten Aufhetzung zur Gewalt und so weiter. Ja? Und wie gesagt, auf dieser Homepage sind ja Massen an Beispielen oder kann man ja nachvollziehen, wie also sozusagen die soziale Marktwirtschaft schon vom ersten Tag an, vor 400 bis 140.000 Jahren, ich sag mal, es war wahrscheinlich eher so vor 400.000 bis 300.000 Jahren, weil der Homo sapiens als Abspaltung vom Homo erectus wahrscheinlich nur deswegen anders war als der Homo erectus, weil er eben der Homo mercator war, also der tauschhandelnde Mensch. Also die einzige große Änderung vom Homo erectus zum Homo sapiens ist einerseits wahrscheinlich das Gen FOXP2, das also die Sprachfähigkeit und damit das Verhandeln sehr stark verbesserte und der Tauschhandel. Und das ist da wahrscheinlich der Grund, warum also in der Endphase des Homo erectus dann eben der Übergang zum Homo sapiens ging, zu dem sprachgewandten, manipulationsfähigen Geschichtenerzähler und Tauschhändler, der auf Kosten anderer Menschen Gewinne machen muss, weil das ganze System diesen Systemfehler hat, sozusagen. Ja, also und ich wollte noch ganz kurz zum Schluss natürlich in jedem Video wenigstens andeuten, wie die Lösung aussieht. Die Lösung sind natürlich diese sechs neuen Steuerungselemente, davon erstmal nur wichtig die ersten drei. Also Wirtschaft, also wir finden den Ausweg, der erste Schritt weg von der sozialen Marktwirtschaft und der erste Schritt weg vom Kapitalismus muss die Einführung von Wohlfühlnoten, die bei jeder Wahl und dazwischen auch abgegeben werden sollen. Also ich gebe nicht nur in Zukunft Wahlstimmen ab, sondern ich gebe meine Wohlfühlnote regelmäßig ab und meine Gesundheitskostenerwartungskurve wird regelmäßig mit meinen tatsächlichen Gesundheitskosten verglichen. Und jeder, der Geld verdient in Deutschland, kriegt in Zukunft nur noch Geld, wenn meine Wohlfühlnoten mindestens nicht schlechter werden, sondern wenn sie besser werden und wenn meine Gesundheitskosten kleiner werden, weil ich immer gesünder werde und immer glücklicher. Also wenn ich immer gesünder und glücklicher werde durch den Einfluss meines Lebensmittelhändlers, meines Hausarztes und so weiter, dann verdienen die noch Geld und sonst nicht mehr. Und damit verlassen wir den bösartigen Kapitalismus, das böse System, das satanische System, das uns alle kaputt macht, ja, verlassen wir. Und bitte lasst in Zukunft eure Finger von solchen pseudowissenschaftlichen, kreationistischen Pseudowissenschaftlern in der Tradition von Sigmund Freud, die alle eins kennzeichnet, sie ignorieren das Naturgesetz von Mutation und Selektion, das uns allen schon seit Charles Darwin bekannt sein sollte, wenn wir Wissenschaftler wären. Und wem es nicht bekannt ist und wer es nicht richtig anwenden kann, der ist einfach kein Wissenschaftler. Und die Professoren, die ich zeige noch mal ganz kurz die Professoren jetzt hier die, oder habe ich das noch auf? Ja, hier habe ich es noch auf. Was kennzeichnet diese? Warum sind diese die neuen Galileis? Weil diese Professoren alle eins gemeinsam haben. Ich überschlage sie hier nur kurz. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie finden, haben alle ein Verständnis für die berühmte Anekdote vom alten China, dass nämlich der Arzt angeblich so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf gesund waren. Und wenn auch nur einer im Dorf krank wurde dann oder unglücklich wurde, dann bekamen das ja im Dorf natürlich alle mit.
und die Geschenke wurden etwas reduziert, sodass der Arzt immer nur ein Ziel hatte, glückliche und gesunde Menschen im Dorf möglich zu machen, und nur daran, dadurch konnte er sein Leben, Überleben finanzieren, indem er alles tat, um zu verhindern, dass es überhaupt auch nur einmal zu einer Krankheit kam. Und in dieser Anekdote steckt eigentlich das Naturgesetz von Mutation und Selektion angewandt auf gesellschaftliche Systeme drin, völlig zentral drin. Nämlich, nur wenn man ein Gefühl hat für Evolutionsprozesse, kann man sich klar machen, dass es schlecht ist, wenn ein Arzt belohnt wird, wenn ich schlimmer krank werde, weil er dann quasi ein Interesse daran haben könnte, Krankheit eigentlich nicht zu bekämpfen, sondern eigentlich Krankheit als Geldquelle sozusagen eher noch zu vermehren. Und die Pharmaindustrie hat ja gerade wieder bewiesen, wie herrlich sie das konnte, mit der in den Massenmedien groß berichteten Opioid-Krise in den USA, wo ein Pharmakonzern aus Gewinninteresse 200.000 Menschen umgebracht hat, Menschen Tabletten süchtig machen und damit krank machen, sozusagen eben Gewinne bringt im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft. Und wer also diese Anekdote vom alten China versteht, spürt also schon, dass nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion das unvorteilhaft ist, weil sich Evolutionsprozesse bilden können, die dazu führen, dass Krankheit eher gefördert wird und dann Gewinne erzielt werden. Während wenn der Arzt belohnt wird, wenn ich nie krank werde, also für Prävention belohnt wird, dass damit dann eine ganz andere Evolution gemäß dem Gesetz von Mutation und Selektion zustande kommt, nämlich dass plötzlich sich alle Erkenntnisse lohnen, die Prävention beinhalten und die Krankheitsverhinderung und Unglücksverhinderung möglich machen. Ja, also so viel heute zu diesem Video. Also immer Abstand halten von diesen ganzen inkompetenten, kreationistischen Pseudowissenschaftlern, ja, die euch alle nur in die Irre verführen und zum Beispiel euch aufhetzen gegen andere Menschen. Wenn wir etwas aufhetzen, dann wir müssen die soziale Marktwirtschaft bekämpfen und beenden, und wir müssen den Kapitalismus beenden, aber wir dürfen keinen anderen Menschen bekämpfen. Alle, also Peace, Frieden, keine Gewalt und keine Hetze und keine Aufhetze und so weiter. Ignoriert einfach diese Hetzer in Zukunft. Vielen Dank, tschüssi.